Abeo Farim ist tot. Auch die Stars trauern um den Musiker. Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, der Ausnahmekünstler Abeo Farim ist am Freitagmorgen im Alter von 80 Jahren im Kreise seiner Familie in seiner Münchner Wohnung verstorben. Die Nachricht über den Tod des in Israel geborenen Musikers versetzt aber nicht nur seine Lebensgefährtin und seine beiden Söhne Gil Ofarim, 35, und Tal Ofarim in große Trauer, auch bei den deutschen Promis ist die Bestürzung groß. Seit den späten 1950er Jahren stand, 80, regelmäßig auf der Bühne, lernte im Laufe seiner beispiellosen Karriere unzählige Menschen aus der Musik, Film und Medienbranche kennen. Einer, der ihm regelmäßig zum passenden Stühling verhalf, ist Udo Walz, 73, und er nimmt via Instagram jetzt Abschied von dem Rocker. Zu einem Bild, das die beiden gut gelaunt in Feierstimmung zeigt, schreibt der Friseur: Du wirst mir fehlen, mein Freund. Auch Sängerin Barbara Zanetti teilt ein gemeinsames Foto mit der Kämpfernatur und richtet letzte Worte an diese: Es war mir eine Ehre, lieber, dich kennengelernt zu haben. Ruhe in Frieden. Auch einige von Let's Dance Kollegen machten zuletzt ihre Anteilnahme öffentlich. Unter dem letzten Instagram-Post des Sängers, der die verschränkten Hände von seiner Lebensgefährtin und seinem Bruder zeigt, bekundeten unter anderem Barbara Meyer, 31, und Massimo Sinato mit Akut, 37, ihr Beileid. Ebenso Natascha Ochsenknecht, 53. Sie teilte auf Facebook ein Bild des Verstorbenen und kommentierte dieses ganz im Sinne der Musik: Gute Reise, mein Freund. Rock den Himmel.